Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem richtig guten Geldglitch, Moneyglitch in Gran Turismo 7. Ich erkläre euch das Ganze. In Gran Turismo 7 gibt es einen fehlerfrei Bonus, wenn man ein Rennen absolut fehlerfrei absolviert. Fehlerfrei bedeutet kein Unfall bauen, kein Fahrzeug touchieren, nicht auf dem Rasen, nicht gegen eine Leitplanke, keine Zeitstrafe. Ja, und was alles noch so passieren kann, darf nicht passieren. Sonst ist der Fehlerfrei-Bonus natürlich weg. Der Fehlerfrei-Bonus ist sozusagen eine Belohnung. Hey, du bist hier absolut fehlerfrei gefahren. Du hast keinen Fehler gemacht. Das ganze Rennen absolut sauber. Dafür bekommst du eine Belohnung. Und die Belohnung bedeutet 50% mehr Preisgeld. Hier in diesen Rennen, liebe Leute, ist es allerdings so, dass ihr den Fehlerfrei-Bonus immer bekommt. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Ihr bekommt den Fehlerfrei-Bonus immer, auch wenn ihr Fehler macht. Einzige Ausnahme ist, wenn Überholverbot ist, also die gelbe Flagge, dann bitte nicht überholen, weil dann ist der Fehlerfrei-Bonus nicht mehr da. Dann bekommt er den nicht. Ja, liebe Leute, und genau deswegen ist das auch ein Geldglitch. Das ist ganz, ganz einfach zu erklären. Man macht Fehler, wo man normalerweise den Fehlerfrei-Bonus nicht mehr bekommen dürfte, aber man bekommt den Fehlerfrei-Bonus trotzdem. Obwohl man Fehler machen darf, bekommt man einen Fehlerfrei-Bonus. Das ist ja natürlich nicht richtig, so sollte es eigentlich nicht sein. Deswegen handelt es sich hier um 100% um einen Geldglitch, zu 100% um einen Moneyglitch in Gran Turismo 7. Ja, jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der behauptet, das ist kein Glitch. Ja, lasst euch da nichts einreden, das ist alles Quatsch. Es ist ein Glitch, es war ein Glitch und es bleibt ein Glitch. Ja, die Meinungen können gerne auseinandergehen, kann jeder seine Meinung haben, ist in Ordnung. Aber Tatsache ist natürlich, dass es sich hier um 100% um einen Geldglitch handelt in Gran Turismo 7. Ich kann es auch nochmal ganz kurz erläutern. Manche verstehen es immer nicht gleich, deswegen jetzt nochmal eine Kurzfassung. Ihr dürft Fehler machen und bekommt trotzdem den Fehlerfrei-Bonus. Normalerweise bekommt man den Fehlerfrei-Bonus nur, wenn man auch wirklich fehlerfrei ein Rennen absolviert. Deswegen ein Geldglitch, weil ihr trotz Fehler Fehlerfrei-Bonus bekommt. Ihr werdet belohnt mit einem Fehlerfrei-Bonus, obwohl ihr Fehler macht. Ja, da muss man doch mal das verstehen, dass es natürlich ein Geldglitch ist. Ja? Auf jeden Fall fahren wir hier mit diesem neuen Fahrzeug, diesen Honda, wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ich bin die ersten vier Runden gefahren auf Kraftstoffmischung Nummer 1 mit den Rennweichen Reifen. Ja, die waren stark abgenutzt. Jetzt wechsle ich auf Rennen Mittelreifen und fahre auf Kraftstoffmischung Nummer 2. Und dann kommen wir auch eine Runde weiter mit der Kraftstoffmischung Nummer 2. Erst 4 Runden, jetzt sind wir 5 Runden gefahren, insgesamt jetzt 9. Jetzt fahren wir eine Box. Jetzt wechsle ich auf die Rennen harten Reifen. Ja, und mit den Reifen werde ich jetzt auf jeden Fall das Rennen zu Ende fahren. Die letzten 6 Runden. Kraftstoffmischung werde ich auf jeden Fall anpassen müssen, werde ich auf Stufe 3 stellen. Ja, das Ganze zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal, aber erstmal schön voll tanken hier auf 100%. Da schaut mal her, die Kraftstoffmischung, da haben wir 1, 2, 3. Es gibt ja mehrere Stufen hier. Nummer 4 hatte ich hier gerade. Wenn wir erstmal hier kurz rumfahren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stufen gibt es. Wir fahren jetzt hier erstmal auf Stufe 3 weiter.
In der vorletzten Runde werde ich auf jeden Fall auf Stufe 6 wechseln, um das Rennen durchzufahren. Stufe 1 bedeutet volle Leistung, voller Verbrauch. Stufe 6 wenig Leistung, wenig Verbrauch. Ja, hat auf jeden Fall gereicht hier mit der Tankfüllung. Und wir haben das Rennen hier auch schon abgeschlossen, liebe Leute. Ja, und dauert gar nicht lange, lohnt sich auf jeden Fall schnell verdientes Geld in Gran Turismo 7. 727.500 kann man einfach mal so auf die Schnelle hier verdienen und damit viele, viele Credits sammeln, wenn man das Rennen öfter macht. Bonus, fehlerfreies Rennen, steht immer da, auch wenn ihr Fehler macht. Deswegen natürlich ein Geldglitch. Europa, hier haben wir die Strecke. World Touring Car 800, maximale Belohnung 485.000, ja, braucht er nicht beachten, ist ja natürlich immer mehr, dank diesem Geldglitch, immer fehlerfrei Bonus, trotz Fehler. Ihr werdet belohnt mit einem fehlerfrei Bonus, obwohl ihr Fehler macht. Das ist ein Geldglitch, zu 100% ein Moneyglitch. Hier in Gran Turismo 7, Setup zeige ich euch natürlich auch, ja, könnt ihr gerne so übernehmen. Ganz normales Setup, auf jeden Fall coole Karre hier in Gran Turismo 7 und wirklich ein super Rennen. Innerhalb kürzester Zeit kann man viele, viele Credits sammeln, um zum Beispiel ein schönes Auto dann zu kaufen, um natürlich auch die Autosammlung, wenn man möchte, komplett zu sammeln. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hier zu diesem Geldglitch, Moneyglitch, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich, wie immer, weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und... Gute Fahrt!